Es ist eine heikle Mission, die US-Außenministerin Condoleezza Rice am Freitag nach Ankara führt. Das Verhältnis zur Türkei ist wegen der Kurdistan-Frage mehr als abgekühlt. Gleichzeitig bleibt die türkische Regierung einer der wichtigsten Partner der USA in der Region. Schon im Vorfeld hatte Rice daher den Türken ihre Unterstützung im Kampf gegen die kurdischen Rebellen zugesagt, von einem Einmarsch in den Nordirak aber abgeraten. Eine Gratwanderung. In der Hauptstadt ist Rice nur bedingt willkommen. Diese Nationalisten werfen ihr vor, die Separatisten in Schutz zu nehmen. Nach einer Serie von kurdischen Angriffen und dem Tod von 30 Soldaten innerhalb von 2 Wochen fordern viele hier ein entschlosseneres Vorgehen gegen die PKK. Ich erwarte mir nichts von diesem Besuch, sagt dieser Mann. Das ist doch wieder nur Verzögerungstaktik. Rice wird ihre übliche Show abziehen. Die Türkei hat an der Grenze zum Nachbarland 100.000 Soldaten zusammengezogen, um Angriffe von PKK-Kämpfern abzuwehren und notfalls selbst in den Irak einzumarschieren. Die USA fürchten, dass damit nicht nur das relativ ruhige und autonome Kurdengebiet im Irak destabilisiert werden könnte, sondern am Ende die gesamte Region. Am Nachmittag startet eine 3-tägige Konferenz der irakischen Nachbarstaaten in Istanbul. Im Gespräch mit Ministerpräsident Erdogan und anderen will Rice dort versuchen, den Konflikt zu entschärfen. Wie die USA die Türkei unterstützen wollen, hat Rice bislang nicht gesagt. Nächste Woche wird Erdogan zu Gesprächen mit US-Präsident Bush in Washington erwartet. Von dem Treffen könnte es Diplomaten zufolge abhängen, ob die Türkei eine Großoffensive startet oder nicht.